Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mittwochs-Content. Mein Name ist Peter und ich habe heute einen Gast, den Thomas Köstner, den Pastoralassistenten aus Wels, der ein sehr guter Freund von mir ist. Und wir haben heute vor, euch von zwei Bibelgeschichten zu erzählen, unsere Lieblingsgeschichten. Yes. Jeder von uns hat eine Geschichte gewählt aus dem Alten Testament, die ihm besonders gefällt. Und über die wollen wir sprechen, auch ein bisschen darüber, was drinsteckt in der Geschichte, aber auch warum sie eine unserer Lieblingsgeschichten ist. Genau, also hallo auch von meiner Seite, voll cool, dass ich da auch sein darf. Ich bin ein totaler Cornerstone-Fan, schön bei euch zu sein und ein bisschen Gottes Wort zu teilen, ein bisschen über Gottes Wort zu sprechen. Das ist immer eine der allercoolsten Dinge, die man machen kann, über Gottes Wort sprechen. Ja? Das stimmt. Lieblingsgeschichten. Was macht eine Lieblingsgeschichte aus? Warum ist manche Geschichte eine Lieblingsgeschichte und warum spricht es einmal auf? Was muss drinnen sein für die Besser? Das stimmt, ja. damit es eine Lieblingsgeschichte ist für dich. Das ist gut, dass du das so spezifisch fragst, weil ich glaube, es gibt für unterschiedliche Leute sind unterschiedliche Geschichten. Das stimmt, ja. Vielleicht der eine ist besonders tief berührt, weil es so herzensbewegend ist, oder für einen ist eine Lieblingsgeschichte, weil sie so actionig ist oder so absurd oder so abstrakt. Und die Geschichte, die eine meiner Lieblingsgeschichten ist, die mir eingefallen ist, die ist deswegen eine, weil sie wirklich so ein bisschen absurd ist. Okay. Und weil Gott hier einen Vorschlag hat an Menschen und die das machen, das wirklich, da braucht es echt großen Glauben. Und auf sowas stehe ich voll. Ah, okay. Wenn so das Hirn nicht reicht, sondern musst wirklich hören musst von Gott und dann vertrauen und es nicht verwerfen, weil es sich ein bisschen absurd anhört. Und weil es ein Riesensieg ist, wieder natürlich für das Volk Gottes. Deswegen ist es für mich eine voll starke Geschichte. Ja. Aber ich weiß, ein bisschen ahne ich ja schon, was deine Geschichte ist, aber was macht's für dich? Was macht deine Geschichte zur Lieblingsgeschichte eine deiner Lieblingsgeschichten? Ja, das stimmt. Wohl bei dir, glaube ich, ist sogar die Lieblingsgeschichte. Ja, im Alten Testament auf jeden Fall ist es sicher eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich glaube, für mich muss ich mich selber ein bisschen drin finden können. Ich habe immer ein bisschen dieses wahrscheinlich jeder Mann vielleicht irgendwie, ich mag ein Held sein irgendwie, ja, ich mag etwas bewegen, etwas verändern, so ein bisschen diese Actionfilme oder Superheldenfilme, wo das Unmögliche möglich ist, durch eine kühne Tat oder in der Bibel dann eine Glaubenstat. Und das finde ich irgendwie in dieser Geschichte, wo dieser große Bösewicht da ist und so dieser kleine Mann vielleicht gegen den Großen kämpft und das Unmögliche möglich macht und diese Glaubensaktion, wo ich mich einfach total drin empfinden kann, da gehe ich irgendwie voll drin auf und kann ich mir einfach dann voll viel mitnehmen für mein persönliches Leben. Ja. Voll stark. Ich glaube, ihr Zuschauer ahnt sich schon ein bisschen, worum es geht. Es geht nicht um Adam, Eva und die Schlange, sondern es geht um König David und den Goliath. Und ich bitte dich kurz, vielleicht kennst du die Geschichte noch nicht, vielleicht schaust du zu, hast du noch keine Ahnung, so kurz zum Reißen. Worum geht's? Kannst du wirklich Zeit nehmen, so viel du willst. Mittwochs-Content kann kurz und sehr lang sein. Also da. Okay, also so in den nächsten 3 Stunden werden wir uns diese Geschichte anschauen. David und Goliath ist so einer meiner absoluten Highlights in der Bibel. Und die Geschichte finden wir in 1. Samuel in der Mitte des Buches. Ja. Das Volk Israel war irgendwie so, kommt gerade aus den Richtern heraus und der erste König war Saul und Saul war so, hat gut angefangen eigentlich und hat dann stark nachgelassen. Und irgendwann war dann das Volk Israel in Bedrängnis von den Philistern und Goliath war eben dieser Kriegsführer oder Kriegsmann, der da war und die Abmachung war, okay, bringt's einen Kämpfer, wenn der gewinnt, dann werden wir euch dienen, wenn unser Mann gewinnt, dann werdet ihr uns dienen. Das war die Ausgangssituation und Goliath war gut 3 Meter groß, hat einen riesen Speer gehabt, der, ich glaube, gut 50, 50 Kilo gewogen hat. Also wirklich, du siehst ihn und willst am liebsten davonlaufen. Ja, ist schnell. Und sie sind in dieser Schlacht und zu diesem Zeitpunkt wurde David bereits als König gesalbt. Das lest man ein Kapitel vorher, was, glaube ich, eine total wichtige Tatsache ist, weil der König ist dafür da auch,
voranzugehen vor dem Volk. Mhm. Saul war zwar noch offiziell König, aber David wurde bereits von Gott gesalbt. Mhm. Und kommt dann, David kommt dann zufällig zu dieser Schlacht. Ja, er will seinen Brüdern etwas zu essen bringen und fragt dann eigentlich, hey, wie schaut's aus mit dieser Schlacht? Und auf einmal kommt Goliath hervor und er schreit, hey, bringt's mir einen Kämpfer und so weiter und so fort. Mhm. Und ganz Israel steht drinnen, es ist 40 Tage lang passiert, er ist morgens und abends herausgekommen, Goliath, und hat geschrien und hat Israel verhöhnt und sie fertig gemacht. Und es steht drinnen, sie haben sich 40 Tage lang gefürchtet. Ja. Was erstaunlich ist, ja, 40 Tage unter Angst. Und dann kommt David und er sagt, was für eine Belohnung gibt's für den Mann, der diesen Typen besiegt. Ja. Und die Aussage finde ich irgendwie total cool. Ja. Und die Belohnung war die Prinzessin. Man hat nämlich schon das Gefühl, dass er eigentlich davon ausgeht, ja, den mähe ich weg. Genau. Nur was kriege ich dafür? Genau. Also es ist irgendwie sehr steil, die Frage. Ja. Ja. Was gibt's dafür dann? Ja. Es ist wirklich eine steile Frage. Ja. Also was gibt's für eine Belohnung? Aber es zeigt immer, okay, der Typ ist kein Problem für mich. Ja. Voll. Alle anderen fürchten sich 40 Tage und David kommt und er hat kein Problem damit, sich selbst so zu sehen, als würde er ihn besiegen können. Ja. Und allgemein, wenn du die Geschichte anschaust, wir alle sind ja in Situationen drinnen, wo Umstände zu uns sprechen, manchmal 40 Tage, manchmal 40 Jahre oder 40 Wochen. Mhm. Aber wenn wir diesen Umständen zuhören, dann minimiert es unseren Glauben. Ja? Mhm. Und irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo wir einfach passiv sind und die Umstände ständig uns niederschreien lassen, so wie Goliath das gemacht hat. Und dann kommt David von außerhalb, er hat den Umständen kein Ohr geschenkt, er hat ihm nicht zugehört, auch die letzten 40 Tage nicht, weil er einfach nicht da war. Ja. Und ich glaub, jetzt kommt man mit der Jause, Genau, kommt mit der Jause und hat den Umständen nie zugehört. Ja. Und ich glaube, das gibt uns auch ein bisschen einen Hinweis, weil wir können einfach auch weg von den Umständen sein und Zeit mit Gott verbringen und hören, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Mhm. Das stimmt, man kann sich eigentlich auch viel zu viel mit den Umständen beschäftigen. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das ist so der Anfang der Geschichte und dann geht es weiter eben. David wird zu Saul gebracht und sein Bruder, sein ältester Bruder, sagt eigentlich, hey, du bist ja nur gekommen, um Krieg anzuschauen, so auf die Art. David ignoriert ihn völlig und sagt, was gibt's für Belohnung? Cool. Finde ich auch cool. Dann wird er zu Saul gebracht und Saul sagt, hey, du kannst nicht gegen den kämpfen. Der ist ein Kriegssoldat schon du von seiner Jugend an. Ja. Genau, du bist ein kleiner Bub, was willst du schon tun? Mhm. Und David macht diese unglaublich coole Aussage und er sagt, dein Knecht hat gegen Bären und gegen Löwen gekämpft. Mann, das ist ja völlig irre, gell? Ja. Er hat die Schafe seines Vaters gehütet, aber in diesem Hüten der Schafe hat er gegen einen Bären und gegen einen Löwen gekämpft. Voll. Und das zeigt mir zum einen, David war treu im Schafehüten. Ja, guter Hirte. Ja. Er war ein guter Hirte, genau. Und hat eigentlich sein Leben riskiert für die Schafe seines Vaters. Mhm. Und die Vaterbeziehung ist wieder ein anderes Thema, aber die war, glaube ich, auch nicht die allerbeste, die David mit seinem Vater gehabt hat. Ja. Und trotzdem war er aber bereit, sein Leben zu riskieren für die Schafe. Das ist gut, ja. Und es zeigt uns aber auch, wenn du gegen einen Bären oder gegen einen Löwen kämpfst, ich glaube, du brauchst Gott auf deiner Seite. Das glaube ich auch. Weil sonst kannst du... wir alle würden davonlaufen. Ja? Ja. David ist dem Löwen hinterhergelaufen. Ja, ja. Oder den Bären hinterhergelaufen. Noch, genau, bei dem Bart gerissen und ihn totgeschlagen. Ist unglaublich irre. Ja. Wirklich ein bisschen irre. Ja. Genau, aber du siehst einfach, David wusste, was er tut. Ja? Ja. Er war nicht irgendwie ein Grünschnabel in dieser Situation, sondern da ist voll stark. Weil er hat schon eine Geschichte mit Gott. Genau. Und das ist das Schöne. Ja. Das ist das Starke, so, okay, da ist ein großes Problem, aber ich habe bereits Evidenz, ich habe bereits erlebt, dass Gott treu ist und dass ich auch offensichtlich unbesiegbare Feinde besiegen kann. Ja. Also das ist stark. Die Antwort ist stark. Das stimmt. Weil er bringt den Blickpunkt weg von, wo Saul sagt, ja, der ist ja so groß, der ist so mächtig, den kannst du nicht besiegen. Er bringt den Blick gleich richtig, die Perspektive auf. Ja. Ja, weißt du was, das habe ich auch schon besiegt durch Gottes Kraft. Ja. Voll gut. Voll. Das stimmt.
Das ist ja, ich glaube, David sagt das dann in den Psalmen, vergiss nicht, meine Seele, was er dir schon alles Gutes getan hat. Ja. Voll. Also wirklich das in Erinnerung zu rufen, was ich bereits mit Gott erlebt habe. Voll. Weil wir alle haben irgendwann wieder mal so einen Goliath vor Augen, aber dann zu wissen, hey Gott hat mich bereits da durchgetragen, er hat mich bereits da durchgetragen und so weiter und so fort. Und wer ist dieser ungeschnittene Philister, oder? Voll, der die Schlachtreihen hier verhöhnt. Genau, der kann es mit Gott nicht aufnehmen. Und dann sagt ihm Saul, okay, du hast mich überzeugt, hier ist mein Schwert, hier ist meine Rüstung. Ja. Und David probiert das alles. Voll nett, eigentlich sehr höflich. Ja, genau, und sagt dann, das ist nicht mein Stil. Jetzt? So kann ich nicht kämpfen. Was ich auch total cool finde, weil den Rat von Kriegsleuten anzunehmen, ist ja eigentlich eine weise Sache. Ja. Und irgendwie hat das David auch ausprobiert, aber gemerkt, okay, das bin ich. Ja. Ich kann mich nicht verdrehen und gewisse Punkte in unserem Leben, ich glaube, die müssen wir selbst bestimmen oder mit Gott absprechen, auch wenn andere Menschen manchmal sagen, okay, das macht man so und so und so. Ja. Aber wenn du ein klares Bild hast von dem, wer du bist in Christus, was Gott dir bereits gesagt hat und offenbart hast, dann ist es oft die Waffen, mit denen wir kämpfen sollen. Ja? Sollten wir immer Rat holen bei anderen Menschen, ist eh klar, und unseren Pastoren und so weiter. Ja. Sowieso, aber dann das tun, was Gott gesagt hat, bringt dann letzten Endes den Sieg hervor. Weil es war ja nur die Herangehensweise dann, die er geändert hat. Ja. Der Weg war ein bisschen anders, aber das Ziel war das gleiche. Ja. Saul hat ihm ja die Uniform geben wollen, damit er den Goliath besiegt. Mhm. Aber er hat es probiert und hat irgendwie sein eigenes, er hat gewusst, das ist nicht meins, das ist nicht mein Weg. Ja. Und von Saul war es ja absolut gut gemeint. Ja. Voll. Und der das akzeptiert letztendlich so. Ja. Okay, viel Erfolg. Das stimmt. Ja. Good luck. Ja, und dann einfach, dann finde ich diese Story so cool, einfach dann kommt Daniel Goliath entgegen, er nimmt sich aus dem Bach 5 Steine und die Zahl 5 steht auch für Gnade. Ja. Das bedeutet, Gnade gewinnt für uns den Kampf. Das finde ich einfach so stark. Aber es ist trotzdem ein Kampf. Ja. Nur weil wir unter der Gnade Gottes sind, bedeutet das nicht, dass wir keine Werke hervorbringen, keine guten sehr Werke. Sehr gut. Gut also, Market, das ist immer so ein bisschen manchmal dieses falsche Verständnis. Ja. Wir sind unter Gnade, wir müssen nichts mehr tun. Ja. Aber unter der Gnade Gottes zu sein, bedeutet, wir bringen aus der Gnade Werke hervor. Ja. Und durch Gnade überwinden wir. Es genau. Ist ja, Gnade heißt ja nicht keine Probleme. Ja. Bräuchte ich ja keine Gnade. Das stimmt. Das ist wie beim Stabhochsprung. Ich brauche den Stab, um drüber zu kommen. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Ja, und dann, manchmal sieht man das in diesen alten Filmen, dass David sich so dann langsam irgendwie Goliath herannähert und heranschleicht. Ich hab da an das Bild. Und sich ein bisschen heranpirscht, aber drinnen steht, David lief Goliath entgegen. Das finde ich so cool. Es gibt diesen einen Film, ich glaube Troja mit Brad Pitt, wo am Anfang dieser Kampf ist, wo auch so ein bisschen dieser Goliath-Typ, so ein Riesentyp da steht und Brad Pitt als lauft ihm entgegen. Einen Schlag und er ist besiegt. Ja. Und genauso war es bei David und Goliath. David lauft ihm entgegen, schießt einen Stein, trifft Goliath am Kopf und der geht hindurch und besiegt ihn einfach auf diese Art und Weise. Quasi erschossen eigentlich. Ja, genau, erschossen, stimmt. Ja, und dann lauft er hin, nimmt das Schwert und schlagt ihm den Kopf an. Also total nett. Aber eigentlich auch, wie er es gesagt hat. Gell? Ja. Weil er gesagt hat, das werde ich mit dir machen. Genau. Er sagt dem Goliath schon, wie das Ganze ausgehen wird. Ja. Das stimmt, wie du das sagst, am Anfang ist eigentlich dieses Wortgefecht da. Ja. Ja. Beide stehen sich gegenüber, auf der einen Seite Goliath, auf der anderen Seite. Was willst du kleiner Hund? Ja, ja stimmt. Ich meine, das ist schon ziemlich frech auch vom Goliath. Von Goliath. Ja, und Goliath schimpft ihn wirklich nieder und macht ihn mit seinen Worten fertig. Und von diesen Worten haben sich alle anderen gefürchtet. Ja. Und ich glaube schon, dass alle anderen, weil David sagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und er inkludiert sich in diese Schlachtreihe. Er sagt nicht, ich bin der Auserwählte, sondern wir alle haben einen Punkt mit Gott. Mhm. Also von vornherein macht David klar, du bist der unbeschnittene Philister, du hast keinen Punkt mit Gott, wir haben einen Punkt mit Gott. Das bedeutet, wir werden die fertig machen. Der Kampf war von vornherein total unfair. Ja. Goliath hatte nicht den Hauch einer Chance. Ja. Aber du hast zuerst dieses Wortgefecht. Ja. Goliath, das Problem, die Umstände, sie sprechen mit uns. Ja. Wenn ein Schnupfen kommt, okay,
du wirst krank sein. Mm. Du solltest dir gleich einen Schnupfen sagen. Mm. Du solltest dir Taschenmücke sagen. Und so weiter und so fort. Wir kennen das alle, ja. Und das ist in verschiedenen Bereichen. Umstände sprechen. Ja. Und wann Umstände sprechen, sollten wir zu den Umständen sprechen. Ja. So wie es in Sprüche drinnen steht, ja. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Es ist voll schön, dass du auch diesen Bund hervorkehrst. Mhm. Weil er sagt, ich meine, wenn Gott für mich ist, wer soll gegen mich sein? Ich weiß, er hat ja noch nicht das Neue Testament, aber das spricht für mich, genau diese Aussage. Ja. So, eigentlich, wenn Gott für mich ist, ist egal, wer gegen mich ist. Ja. Also wenn Gott im Team ist, gewinne ich. Und so mit dieser Überzeugung tigert er dann auf ihn los, auf den Goliath. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Voll. Ich mag das auch total gern. Und das dann, um das vielleicht ein bisschen abzuschließen, dieser eine Kampf, den dann David gewonnen hat, hat die ganzen Schlachtreihen Israels motiviert und inspiriert, loszulaufen und die Philister dann wirklich zu besiegen. Was ich cool finde, manchmal braucht es wirklich nur eine Person, die hervorgeht und das tut, wozu Gott uns berufen hat. Und das inspiriert dann manchmal ganze Gemeinden oder ganze Nationen oder wie auch immer, um wirklich in die Berufung Gottes einzusteigen und loszugehen. Obwohl die vorher alle 40 Tage in Angst waren, haben sie einmal gesehen, was jemand tun kann, der Gott nachfolgt. Und das hat sie inspiriert und motiviert, um wirklich auch da einzusteigen. Wie ist für dich persönlich? Weil, was macht es für dich jetzt zu dieser Geschichte? Mhm. Ist es dieses Heldentum, Braveheart? Ja, genau. Ja. Braveheart ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen, aber war immer einer meiner Lieblingsfilme. Ja, allgemein dieses Ganze, natürlich dieses Heldensein. Ja. Nicht unbedingt, weil David der allercoolste war, aber er war derjenige, der wirklich gewusst hat, wer Gott ist, der Gott vertraut hat und der das erkannt hat. Der da drüben hat keinen Bund mit Gott. Verstellt. Ich habe einen Bund mit Gott. Das heißt, ich werde gewinnen. Ja. Und mit diesem Vertrauen loslaufen, finde ich einfach so beeindruckend. Cool. Ja. Die Bibel sagt an einer Stelle, nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist gewinne ich den Kampf. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle brauchen. Wir brauchen die Bereitschaft, in dieses Risiko einzusteigen, aber immer mit diesem Bewusstsein, Gott ist auf meiner Seite. Ja. Voll stark. Gott ist für mich. Und das bedeutet, ich muss natürlich auch wissen, okay, welche Umstände haben einen Bund mit Gott, unter Anführungszeichen, oder eben keinen Bund mit Gott. Was kommt wirklich von Gott und was kommt nicht von Gott? So wie Krankheit zum Beispiel. Ja. Muss man wissen, bevor man gegen Krankheit kämpft, muss ich wissen, hat Krankheit einen Bund mit Gott? Zur Antwort nein. Ja. Hat keinen. Das heißt, ich kann dagegen gewinnen. Voll. Und diesen Kampf gewinnen. Das ist teilweise ja oft dann wirklich, also Umstände dann wirklich auch schlimm ausschauen können. Also diese, wo von Goliath die Rede ist und von dem Speer, den er hat. Mhm. Ein Speer wie ein Weberbaum. Genau. Und ich habe einmal nachgeschaut, was das ist. Was ist ein Weberbaum? Aber vielleicht ist es eine Pflanze, Weberbaum. Ja? Ich bin draufgekommen, das ist eigentlich das Holz, mit dem die Weber gewebt haben. Und das war ein Riesendrum. Also war wirklich, wo du sagst 50 Kilo, das war schon ein Speer, der zum Fürchten war. Ja. Aber durch das durchzuschauen und Gott dahinter zu sehen, der brüllende Löwe, das ist für mich so, wo ich sage, so, das beeindruckt mich. Mhm. Ich liebe es, wenn Menschen so sehr Gott vertrauen wie der David. Also das ist... Das stimmt. So langsam wird deine Geschichte zu meiner Lieblingsgeschichte. Sehr gut. Ja, voll inspirierend. Cool. Dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Yeah. Ich habe mir spontan, wie wir heute früh darüber gesprochen haben, habe mich an eine andere Geschichte erinnert. Und da geht es um das Volk Gottes, das vor Jericho steht. Mhm. Und es steht im Josua 6, steht, dass... Die Stadt war verschlossen. Niemand konnte rein oder raus. Ah ja, stimmt. Also die war zu. Wie versiegelt, niemand konnte rein. Aber das Volk Gottes wollte diese Stadt einnehmen. Mhm. Jetzt hat Gott diese in Menschenaugen ein bisschen abstrakte Idee gehabt, dass die Krieger ein paar Tage um die Stadt ziehen sollen. Super Schlachtplan. Voll der gute Schlachtplan, weil... Es ändert sich ja nichts an der Stadt, wenn ich rund um sie gehe. Mhm. Ja, vielleicht mache ich ein bisschen einen Burggraben, wenn ich sehr oft gehe. Ja. Aber es ändert sich per se an der Stadt nichts.
Und jetzt kann man hineininterpretieren, und das steht nicht genau, warum Gott diesen Plan gehabt hat. Mhm. Aber ich denke mal schon auch ein bisschen, um zu zeigen, das ist die Stadt, das ist die Festung, das ist die Mauer. Mhm. Und das werdet ihr überwinden mit mir. Mhm. Und das ist für mich so interessant, dass die das dann auch gemacht haben. Ich meine, das Erste ist einmal, du brauchst einmal jemanden, der dieses Wort von Gott empfängt. Ja. Gut, ja. Josef empfängt das und gibt es dann auch noch weiter. Also du kannst ja denken, puh, na, da habe ich jetzt irgendwie schlecht träumt oder da habe ich mich verhört. Das kann ich den Leuten nicht sagen. Ja. Aber er hat genug Gottvertrauen gehabt, dass er dieses Wort weitergibt. Und dann sind die Kriegsleute rund um Jericho gezogen. Ich glaube, 6 Tage lang. Ja. Und dass die bereit waren, das zu tun, voll, eigentlich, oder? Voll. Du denkst, ich meine, es ist eine Energieverschwendung. Ja. Wir müssen kämpfen, wir brauchen unsere Energie für was anderes. Ja? Ja. Wir wollen diese Mauer niederlaufen oder was auch immer. Ja. Ja. Aus unserer Kraft heraus. Aber Gottes Pläne inkludieren immer seine Kraft. Hm, das stimmt. Ja. Und zeigen immer auf seine Kraft hin, auf seine Macht. Und das ist in der Geschichte voll stark. Also ich finde genial, wie er dann sagt, ja, und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt, also ein Riesenwandertag. Und dann, wenn ihr zum 7. Mal gezogen seid, dann sollen die Priester die Posaune blasen und das ganze Volk soll schreien. Also in ein Lobpreis, in ein Kampfgeschrei, in ein Wir gewinnen. Ja. Und die meisten von euch wissen, was dann geschehen ist. Die Mauer ist dann eingefallen und sie haben diese Stadt eingenommen. Aber für mich ist so stark an der ganzen Geschichte, dass auf der einen Seite Gott so einen abstrakten Plan hat, weil er sagen kann, da geht es in den Wald, da gibt es dieses Holz, mit diesen Waffen werde ich diese besiegen oder irgendwas, wo man sich denkt, naja, da ist er ein bisschen involviert, so ein bisschen Gott, aber hier ist nur er, weil das stimmt. Dass eine Mauer durch das Schreien einfällt, ist physikalisch nicht möglich. Ja, ja. So wie ein bisschen der David, ja, das eigentlich physisch schwierig ist, wenn einer so viel größer ist und so viel erfahrener im Kampf, oder zumindest das von sich behauptet, dass ohne Gott es nicht gegangen wäre. Und für mich ist das so, die Umstände sprechen unmöglich, also diese Stadt unmöglich, die ist zu, ihr könnt sie nicht einnehmen. Mhm. Und dann aber dieses Jubeln und Schreien, und man redet manchmal davon, dass jemand bringt ein Lobpreisopfer. Mhm. Und ich glaube, dass das, was du auch vorher gesagt hast von den Umständen, es sagt sich leicht hier jetzt so vor der Kamera im YouTube, ja, sprich zu den Umständen, ja, und da ist dieser Goliath in deinem Leben, ich sag da was, sprich einfach dazu. Aber in der Situation echt, wenn du drin steckst, ja, braucht es echt Mut, Überwindung und Gottvertrauen, dass man das dann wirklich macht. Ja. Und dass die dann in ein Kriegsgeschrei ausbrechen und die Mauer dann einfällt, also das ist für mich so echter Hammer, weil sie trotz der Umstände Gott erhoben haben. Also die Posaunen, ja, das ist ein bisschen so wie in der 2. Chronik, die Geschichte vom König Josaphat, wo er die Lobpreiser voranschickt, wo du sagst, oh, die Armen, Kanonenfutter, und letztendlich die Schlacht gewonnen wird durch Lobpreis. Ja. Und ich liebe Lobpreis, das wie weißt du und das wissen viele. Ich liebe die Gegenwart Gottes und ich weiß einfach, dass Lobpreis die ganze Atmosphäre verändern kann. Und wenn du vor Umständen stehst, die schwierig ausschauen, und wir alle haben immer wieder, und ich möchte deine Situation gar nicht klein machen, aber ich möchte meinen Gott groß machen, weißt du? Ja. Denn unser Gott ist der Gott, der keine Einschränkungen hat. Ja. Dem noch immer alles möglich ist und ist noch immer ein Gott, der Wunder tut. Und der Wunder wirkt, weil das durch das Schreien von einem Volk Mauern einstürzen ist ein Wunder. Und in deinem Leben gibt es auch Mauern, die einstürzen müssen. Und oftmals ist es, wenn du dich überwindest, wenn du sagst, na, diese Umstände werden mich nicht besiegen, aber mein Gott aber ist größer und ist noch immer ein Gott der Wunder und ihn lobst und preist, dann werden Mauern einfallen in deinem Leben. Und ich finde diese Situation, also wirklich, während sie diesen Kriegsgeschrei gemacht haben, ja, oder kurz danach ist die Mauer eingefallen. Ja. Ja. Normalerweise würden wir wahrscheinlich jubeln, wenn die Mauer einfällt. Ja. Aber Gott fordert dieses Jubeln, ja, auf, bevor die Mauer da ist. Stimmt. Also Glaube ruft dir das Nichtseiende, als wäre es
da, und das finde ich so steil, weil sie mussten jubeln, bevor sie das Ergebnis gesehen haben. Sie mussten schreien, bevor sie das Ergebnis gesehen haben. Das ist schon. Und dann kommt es zustande. Und es ist wirklich nicht einfach manchmal, gell? Nein. Das ist ein Glaubenssatz oder Glauben auszusprechen, wenn man es noch nicht sieht. Und manchmal kommt, und wenn man so sagt, nein, ich kann jetzt noch nicht sprechen, weil der Glaube ist jetzt noch gar nicht da, ich spüre noch gar nicht, weil wir sagen ja oft, das ist so wie der Pfeil und Bogen, das heißt, ich spanne den Bogen, ich baue den Glauben auf und dann schieße ich ihn los, indem ich das Wort spreche. Aber du musst einfach beginnen, den Bogen zu spannen, und am Anfang ist vielleicht noch wenig Zug, aber indem du bekennst, indem du sagst, mein Gott ist groß, mein Gott ist größer, Halleluja, ich überwinde weit durch den, der mich liebt, und all diese Wörter aus dem Wort Gottes, die du schon im Herzen hast, aussprichst, wird der Glaube größer und dann sprichst du. Und dann schießt du das Wort Gottes los und preist den Herrn. Und es gibt ja wirklich Millionen Gründe, Gott zu loben und zu preisen. Das stimmt, ja. Ja. Ja, ist eine coole Story. Das macht für mich zu einer Lieblingsgeschichte schon, auch weil ich Gott so kennengelernt habe, einfach im Lobpreis. Mhm. Also im Lobpreis seine Gegenwart erlebt habe und seine befreiende Kraft, wo Mauern in meinem Herzen waren, die eingestürzt sind, indem ich nichts anderes gemacht habe, als ihn gepriesen. Mitten von Krankheit und Abhängigkeit, und dann Freiheit kam. Und das, vielleicht ist es ein bisschen auch meine Geschichte, das, warum ich es so gern habe. Das heißt, du findest dich so ein bisschen da drinnen, in diesem Kriegsgeschrei, Lobpreis, wo wirklich persönlich Mauern einfach fallen. Voll. Und etwas, was scheinbar unmöglich geschienen ist oder hat, dann möglich wurde. Mhm. Also Freiheit und gefallene Mauern. Ja, fest in die Miete gerissen. So ist es. Sehr cool. Ich würde sagen, wir beten jetzt noch für uns alle. Halleluja, danke Herr. Wir lieben dich, danke Herr, für jeden Einzelnen, der dieses Video sieht. Danke auch für den Thomas und für mich. Du hast uns wunderbar gemacht, so wie es im Psalm 139 steht. Jeden Einzelnen, der zuschaut, danke Herr, dass Mauern einstürzen und dass scheinbar unbesiegbare Gegner in deinen Augen und durch deine Kraft und Macht besiegbar sind. Halleluja. Amen. Herr, wir loben dich und preisen dich, bevor die Mauer einstürzen. Herr, wir danken dir, dass du den Sieg für uns bereits errungen hast. Du hast alles bereitgestellt, und wir empfangen es und wir nehmen es im Glauben. Wir vertrauen dir wirklich, dass du alle Dinge zum Besten wendest, in Jesu Namen. Amen. Macht's es gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.